Zum vierten Mal startete heute die Berufsorientierungs- und Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit Cottbus. Als besonderen Partner hat man sich diesmal den FC Energie mit ins Boot geholt. Denn wie schon im Sport lohnen sich auch bei der Berufswahl Fleiß und Engagement. Rund 90 regionale Unternehmen bieten hier Kontakte und Gesprächspartner. Da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Ja, also das Allerwichtigste ist natürlich, wir haben ganz viele Schülerinnen und Schüler. Wir rechnen mit bis zu 1000 jungen Leuten, die zum Teil mit ihren Schulen hierher kommen am Freitag, morgen dann eher mit Freunden, Eltern, Großeltern. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, die Unternehmen der Region. Knapp 90 Unternehmen sind da, querbeet. Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen, ganz große Betriebe, ich will jetzt keine Namen nennen, die aber jeder kennt. Industrie, Handel, Dienstleistung, Handwerk, öffentliche Verwaltung, alles ist da. Alle haben sich bereit erklärt, mitzumachen, weil sie nicht nur so nett sind, sondern weil sie auch händeringend Arbeits- und Fachkräfte brauchen. Und es sind natürlich auch unsere Kooperationspartner da. FC Energie hat uns die Möglichkeit gegeben, hier in den Räumlichkeiten dann die Messe stattfinden zu lassen. Und wir arbeiten seit Jahr und Tag ganz eng und freundschaftlich sowohl mit der IHK Cottbus als auch mit der Handwerkskammer zusammen und alle sind natürlich auch vor Ort. Doch nicht nur aus diesem Grund genießen diese Art von Kontaktbörsen nicht nur in Cottbus einen hohen Stellenwert. Man muss jetzt nicht genau wissen, dass man beispielsweise sagt, ich will jetzt Orthopädie, Schuhmachermeister oder Kfz-Mechatroniker werden, aber dass man schon mal so die Richtung überlegt. Denn es sollte kein junger Mensch von der Schule abgehen, ohne konkret zu wissen, wie es weitergeht. Am besten natürlich gleich mit einem Ausbildungsvertrag in der Tasche, das wäre das Allergünstigste. Denn wir brauchen junge Menschen, wir brauchen jeden Einzelnen und zwar hier in der Region. Es gibt so viele Ausbildungsbetriebe, die händeringend nach Fachkräften suchen und hier sind die jungen Leute, hier ist die Zukunft und das ist heute ihre Aufgabe zu gucken, was könnte denn jetzt genau für mich passen. In diesem Jahr verlassen nur etwa 16.000 Jugendliche die Brandenburger Schulen. Das entspricht einem Rückgang der Schulabgänger von über 50% im Vergleich zum Jahr 2006. Und diese Zukunft sieht nicht gut für Unternehmer aus. Dennoch sind die Ansprüche an die Azubis aber im Großen und Ganzen gleich geblieben. Die Ansprüche sind eigentlich nicht zu hoch. Also man sollte sich einigermaßen benehmen können. Also so ein bisschen Bitte, Danke, Guten Morgen, Auf Wiedersehen gehört dazu. Aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und natürlich muss ein Schulabschluss da sein und der sollte auch nicht zu schlecht sein. Aber kein Mensch erwartet hier den 1er-Abiturienten und auch nicht den 1er mittleren Schulabschluss. Sondern wenn die Unternehmer sehen, da interessiert sich jemand, da ist jemand tüchtig, wird es mit Sicherheit eine Möglichkeit geben. Die Chancen für einen Ausbildungsplatz sind deshalb so gut wie noch nie. Und so mancher Azubi muss dafür noch nicht einmal aus der Region weg. Der ein oder andere denkt ja, Ausbildung, da denke ich an München, Berlin oder Dresden, völlig falsch. Wir haben alles vor Ort, wir haben Ausbildungsstellen, so viel wie noch nie seit der Wende. Und es geht hier darum, einfach mal zu schauen, wie viele Möglichkeiten bietet die Heimat und wo kann ich möglicherweise das finden, was ich mir erträume, was Arbeit und Ausbildung betrifft. Und eben wie gesagt, so viel wie jetzt hatten wir noch nie. Und damit sich der Berufswunsch bilden kann, gibt es neben den Beratungen auch Probierecken, wo Jungen und Mädchen auch selbst Hand anlegen können. Abgerundet wird die Veranstaltung von stündlichen Bühnenshows und Stadionrundgängen. Mit den passenden Bewerbungsunterlagen kann man sich natürlich auch gleich bei den Firmen vorstellen. Wer also in seine Zukunft investieren will, die Berufsorientierungs- und Ausbildungsbörse geht noch bis zum Samstag 18 Uhr in der Turnhalle des Energiestadions am Elias Park 1.